Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate, die Enhanced Edition. Wir haben in der letzten Folge nach ein paar Fails von mir gegen eine gewisse Magiertruse, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, geschafft, die Minen zu fluten und so dem Eisenthron gehörigen Schaden zuzufügen. So wie es sein muss. So, und jetzt haben wir Hinweise erhalten, die nach Baldurs Tor führen. Da werden wir auch bei Zeiten hinreisen, aber erstmal schnell speichere ich. Mich würde es interessieren, ob wir Durlaks Turm erkunden könnten. Und warum war ich hier noch nie? Da könnte ich auch mal hingehen. Gehen wir mal an Durlaks Turm. Feinde haben ihnen aufgelauert. Nein, Spinnen! Ach, das hat es ja jetzt auch im Nahkampf. Rennt! 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 Rennt nicht mehr! Feuert! So, Rassat hat mich ja nämlich diese Rüstungsarmschienen geben können. Wodurch er hoffentlich jetzt im Nahkampf mit den anderen beiden mithalten kann. Er hat nämlich jetzt eigentlich nur noch den Nachteil, dass Ach, Gruppengesinnung ist aus. Die soll ich vielleicht mal wieder anschalten. Hat er jetzt nur noch den Nachteil, dass er immer eine andere Formation hier die mal mit den drei Frontlinern und drei hinten. So, um meinen Satz mal zu beenden, hat jetzt nur noch das Problem, dass er nicht immun gegen kritische Treffer ist. Sie müssen sich verteidigen. Aha, was wollt ihr? Ihr lauft mal dahin. Wie kann ich helfen? Onkel Angosch greift mal da hinten alleine an. Und ihr beiden versucht jetzt mal hier zum Beispiel den schon mal zu erledigen. Ich hoffe echt, dass Rassat jetzt im Nahkampf wirklich ein bisschen mehr bringt. Nira, greif an. Dawn, entzieh mal Lebensenergie. Sehr schön. Dawn, nee. Rassat ist erstmal irgendwo sonst wo. Ach, ich erwarte eure Anweisung. Rassat sollte ich mal dann auch eine andere Gesinnung natürlich geben. Nämlich, das war jetzt Kämpfer defensiv nochmal. Kämpfer, Waldläufer oder Paladin greift alle Feinde an, die ihn oder seine Gruppenmitglieder angreifen. Er entfernt sich nie allzu weit vom Anführer der Gruppe. Das heißt, bei Verfolgung des Feindes dreht er um und kehrt zur Gruppe zurück. Machen wir das mal bei ihm. Ich hoffe mal, das hilft. Was ich auch mal gucken sollte, ob er eigentlich stärker jetzt mit seinen Fäusten oder mit dem, mit dem Katana ist. Achso. 15, 2 bis 11. 13, 4 bis 11. Angriffe Runde 1. Da hätte er einen Angriff pro Runde mehr. Aber das wäre auch wieder der einzige Vorteil. Aber eigentlich muss ein Mönch ja ohne Waffen kämpfen. Das gehört sich ja eigentlich so. Ach nee. Sonst ist er ja wieder zu nichts zu gebrauchen. Ich hoffe, dass er ja jetzt im Nahkampf tatsächlich ein bisschen mehr bringt. Das in den Behälter, das in den Behälter. Ganz vergessen, dass das auch so geht. Das war jetzt irgendwie keine Intuition, sondern einfach ein Versehen. Naja. Gehen wir mal wieder hier raus. Zu Durlaks Turm. So, einen Tag haben wir gebraucht. Vielleicht wäre bei dir, warte mal. Was gibt's nochmal für Schurken? Weil er hat ja auch, kann ja auch nach Fallen suchen. Dieb kontrolliert. Erlaubt es einen Dieb entweder nach Fallen zu suchen oder sich im Schatten zu verstecken, wenn er nichts zu tun hat. Standardmäßig wird der Dieb nach Fallen suchen, wenn keine Feinde in der Nähe sind. Durch Drücken der Taste D wird diese Einstellung geändert und der Dieb versucht, sich im Schatten zu verstecken. Soweit sich in seinem Sichtbereich keine Feinde befinden,
Anzumerken bleibt, dass der Dieb wieder Gegner angreift und sich selbst verteidigt. Während diese Fähigkeit aktiv ist, durch Drücken der V-Taste hört der Dieb wieder auf, seine Fähigkeit zu verwenden und beginnt den nächsten Gegner, den ihm im nächsten Schritt anzugreifen. Das ist ja doof. Sucht ein Versteck im Schatten. Der Dieb greift Feinde an, die ihn versucht, läuft er weg und versucht, in den Schatten zu verstecken und kämpft. Was hat Immun denn? Die sucht ja auch standardmäßig nach Fallen. Nehmen wir mal den Dieb Defensiv, vielleicht sucht Rastat dann auch nach Fallen. Schauen wir mal. Erstmal rasten wir. In dieser Nacht beherrscht Blut eure Träume, wobei es sich nicht um Blut an einer Klinge oder euren Händen handelt, sondern um einen reißenden roten Strom, der sich seinen Weg durch die Reiche bahnt. Eine Flut, die sich über Felder und Wälder erstreckt. Ein Meer aus Blut, das euch bis an den Rand der Welt schwemmt und ins Nichts abzufließen droht. Dieses Blut wirkt sehr furchteinflößend. Mit ungeheurer Kraft schwemmt es alles davon, was versucht, Widerstand zu leisten. Es ist wie ein Monster, das sich durch nichts aufhalten lässt. Könnte man von oben einen Blick darauf werfen, würde es scheinbar die ganze Welt mit seiner rötlich-schwarzen Umklammerung bedecken. Solch ein luftiger Aussichtspunkt ist euch jedoch nicht vergönnt. Ihr befindet euch inmitten der Überschwemmung und könnt sehen, dass sich das Blut nicht in seiner Ganzheit fortbewegt, sondern voller Ströme, Strudel und Unterströmungen ist. Befindet man sich gerade in einer ruhigen Zone, bleibt einem ein kurzer Moment zum Atmen, während man jedoch im wilden Strudel das Gefühl hat, auseinandergerissen zu werden. Doch letztendlich scheint der Blutstrom ziellos umherzufließen und keinen rechten Antriebswillen zu besitzen. Eine Eigenschaft, die euch selbst im Überfluss zuteil ist. Ihr mögt zwar in seiner Mitte gefangen sein, doch wenn ihr genügend Entschlusskraft hättet, könnte sich euch eine Überlebenschance bieten. Euch stehen noch verschiedene Möglichkeiten offen und es müssen noch Entscheidungen getroffen werden. Als sich die Flut ihren Weg vorwärts bahnt, steuert ihr in eure eigene Richtung. Auf einem Schiff, das auf den Namen Beharrlichkeit getauft wurde und dessen Segel aus Entschlossenheit gemacht sind. Eine plötzliche Welle treibt euch wie beabsichtigt von eurem Kurs ab. Scheinbar besitzt die Flut doch einen eigenen Willen und konnte es nicht länger ertragen, dass ihr den Ritt auf ihrem Rücken offensichtlich genossen habt. Okay, irgendwie finde ich diese Träume immer seltsam. So, wir haben nochmal Gift verlangsamen hier erhalten. Kirasat sucht tatsächlich nicht dadurch nach Fallen. Naja. Ist ja auch egal. Einmal speichern. Dann reden wir mal mit dir hier. Erdane. Tretet näher, tretet ruhig näher. Willkommen im wunderbaren neuen Zeitalter der merkantilistischen Expansion. Meine Damen und Herren, ein wunderbares neues Zeitalter, in dem selbst der Tod noch zu Geld gemacht wird. In dem Geld aus dem Schrecken gemacht wird, meine armen Kinder, Geld aus Verlust und Schmerz und Sehnsucht, Geld aus zerstörter Schönheit und befleckter Ehre, Geld aus dem Wahnsinn eines Mannes. Nun, meine lieben Voyeure, fragt nicht, was ihr für mich tun könnt, sondern was ich für euch tun kann. Was könnt ihr für mich tun? Ah, Selbstsüchtiger, ihr fragt direkt und ohne Umschweife, da ist keine falsche Pietät und in eurer aufgeblähten Seele verborgen. Nun, wenn ihr fragt, ich bin ein Verkäufer der Zynismus und ein Händler des Unheils. Wenn ihr euch so darauf versteift habt, euch selbst in diesem krötenähnlichen Felsenturm zu verlieren, kann ich dabei helfen, sicherzustellen, dass ihr nicht das ganze schöne Gold mitnehmt. Gespräch beenden, okay. Er hat Wurfpfeile. 5 Stück nur, aber er hat Wurfpfeile. Und du kaufst Sachen. Oh, das ist super. Ihr nehmt diese ganzen dämlichen Roben. Was heißt die? Also die Robe des bösen Erzmagiers ist zwar nicht dämlich, aber die brauche ich nicht. Die habe ich nämlich schon. Jetzt gib deine Wurfpfeile her. Achso. So war das ja. Her damit. Da wieder 80. Wundervoll.
dich könnte ich, glaube ich, auch mal neue Kugeln holen. Warte mal, 80 sind ein Stack, das heißt 4 sind ein Stack. Brauche ich 12. Könnte auch Kugeln plus 2 holen. Wieso kosten die denn weniger wie Kugeln plus 1? Ist ja richtig dämlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, egal. Habe ich schon die dämlichen Kugeln geholt. Guck mal, 2 Stacks hiervon. Boah. Was kannst du noch verkaufen? Das Katana plus 1. Das habe ich nicht verkauft. Ich hoffe, der zahlt auch gut gerade. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade keine Vergleichspreise im Kopf. Oh. Auf jeden Fall kauft er alles an Schmuck, was wir haben. Das ist natürlich wunderherrlich. So. Vielleicht hätte ich da auch einfach zu dem immer zum Verkaufen gehen sollen. Naja. Oh, Perlenkette bringt ja viel. Luchsauge. Grünsteinring. 3000. Okay. Ich hoffe, die wird nicht mal wichtig. Und jetzt habe ich gerade irgendwas Wichtiges verkauft. So, was kann ich mit dir verkaufen? Wahrnehmungsarm des Bogenschützen. Das könnte ich vielleicht Niva geben. Schnelligkeit, Trank der Schöpferkraft. Intelligenz. Brauche ich zum Beispiel gar nicht. Trank der Spiegelaugen. Ein Versteinerungsangriff. Das war nur Bewegungsfreiheit, ne? Beziehungsweise Handlungsfreiheit, wie es hier noch heißt. Hier, nimm. Das ist du noch. Autogramm, Morgenstern plus 1, den brauchst du nicht. Robe des Reisenden brauchst du nicht. Spiegelbild, Kugelgriff verlangsamen. Trank der Macht. Okay. Bringt auch was. Behalten wir mal. Kleiner Schild plus 1 brauchen wir nicht. Plattenpanzer plus 1 brauchen wir nicht. Und beschlagene Lederwams plus 1 auch nicht. 53.000 Gold haben wir. Das ist echt, echt nicht zu verachten. Leider hat er nicht sonderlich viel für Gewitterbolzen. Plus 4W4 Elektrizität. Gar mal schlecht. Aber ich habe keinen richtigen Armbrustschützen. So. Ihr habt geläutet. Weißt du was, dann... Achso, dann Kugeln plus 1. Pack doch hier mal raus. Habe jetzt gar keine Kugeln plus 2 gekauft. Kugeln. Nee, scheinbar habe ich nur nochmal normale Kugeln gekauft. Ich depp, naja, ist jetzt auch egal. Aber du hast gar, ach, du hast sogar keine Armschienen, ja dann. Aber du kannst sie nicht tragen. Warum nicht? Kann ich verwenden Kleriker, Magier. Ja, das ist natürlich doof. Du kannst sie auch nicht verwenden. Ach, aber Immerhin. Ja. Bei Immerhin sind sie auch gut aufgehoben. So, einmal schnell speichern. Dann schauen wir uns mal hier oben, erstmal hier oben. Wo aber nicht mehr viel ist. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Es ist zum Glück nicht mehr ganz so schlimm, wenn Rassad so weit vorläuft. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass er weniger empfindlich ist. So. Aber bis jetzt ist hier noch nichts groß. Schnell speichern trotzdem nochmal.
ein Schlachtenschreck. Und der steht hier einfach so rum. Aha. Da, lass mich doch nicht lumpen. Flammenpfeil. Niemand anderen, den ihr belästigen könnt. Und, Flammenpfeil. Weil mit normalen Geschoss macht er, glaube ich, sowieso keinen Schaden. Ach, es sind sogar zwei. Kann ja wohl nicht wahr sein. Magisches Geschoss. Was ist es diesmal? Magisches Geschoss. So, komm. Schwer verletzt. Dem Tode nah. Dann versuch du nochmal magische Geschosse und... Der gute Bellof, der haut hier mal wieder einen Flammenpfeil rein. So, einer ist vernichtet. Sehr schön. Kommst du da nicht vorbei? Leider nicht. Aber du kannst auch von hier aus angreifen. Auch nochmal einen Flammenpfeil. Und du magische Geschosse. Zack. Komm. Finde dein Ende. Oder Dorn findet sein Ende. Komm, ganz schnell. Hier eine Farbkugel dürfte es auch tun. Bitte. Okay, Dorn, hau ab. Dorn, hau ganz geschwind ab. Magische Geschosse noch einmal. Schnell. Gott, das war ganz schön knapp. Die mittelschwere Wundeneinheit halt ja echt gar nichts mehr bei dir. Silberkette. Okay, ich lass mal Angoscha wild rumheilen. Blutsteinring. Und Silberkette. So. Die zwei Schlachtenschrecke kannte ich sogar noch. Ich glaube, dachte aber, das wäre nur einer. So, wir rasten hier einmal. Hat sogar geklappt, sehr schön. Versucht Schritt zu halten. Die sind auf jeden Fall ziemlich stark, diese Schlachtenschreck-Dinger. Deswegen ich mich eigentlich immer gescheut habe, hier hinzugehen, weil ich nicht weiß, ob hier jetzt noch groß mehr von den Dingern kommen. Oder ob das nur der Einstieg war. Die haben übrigens auch mal gut unsere Erfahrungspunkte hochgeballert. Vielleicht schafft Niva auch nochmal ein Level up. Ich weiß halt nicht, wie lange das Spiel so an sich noch geht. Ich denke mal, es wird schon noch guten Spieldauer haben. Denk mal, dass sich viel jetzt in der Stadt Baldur's Tor dann auch mal abspielen wird. Ich meine, das Spiel heißt ja hoffentlich nicht ohne Grund Baldur's Tor. Zu Deutsch. So. Würde mir auf jeden Fall gefallen. Weil irgendwie jetzt nur von in Natur und Dungeons rumlaufen, habe ich tatsächlich so ein bisschen genug. Das reicht mir eigentlich schon. Für das ganze Spiel. Da wäre echt mal ein paar Aufgaben, Quests und ähnliches in der Stadt gar nicht mal so schlecht. So, da kommen wir scheinbar zum besagten Turm. Oder? Doch nicht? Das war echt ziemlich weit verlaufen. Aber scheinbar gab es bis jetzt nur diese zwei Schlachtenschrecke, die einen abhalten sollten. Okay, irgendwie Burgmauern. Haupteingang. Dann schauen wir mal, ob hier draußen darum noch was ist. Wenn wir nochmal vielleicht Schlachtenschrecke. Die bringen nämlich gute Erfahrung. Mit den Magiern kriegen wir die eigentlich auch gut umgehauen. Das erste Mal, dass sie sich tatsächlich richtig lohnen. Problem ist ja, dass man dem mit Geschosswaffen leider keinen Schaden zufügen kann. War einmal hier noch rum.
Denkt man nicht, dass hier dann was sein wird. Hoffentlich nutze ich jetzt tatsächlich mal Rasats Schnelligkeit ein. Okay, Skelett. Bogenschütze. An den ich gar nicht rankomme. Weil er auf der Mauer steht. Auf der Mauer, auf der Lauer. Der Nima verursacht einen ganzen Schadenspunkt. Das ist ja echt unglaublich. Die Dämmerung kommt gar nicht. Na komm. Kann jetzt auch mal richtig übertreiben. Dann mach ich jetzt auch mal. Und schick dir mal einen Feuerball dahin. Ja. So macht man das. Kann es Rasat mal eine leichte Wundheilung verpassen. Die dürfte ja wohl reichen. Für Schaden hat er dem schon wieder gemacht. Das ist ja unglaublich. So. Sieht es eigentlich so mal mit den Statistiken hier aus. Der stärkste besiegende Gegner ist tatsächlich immer noch Zenyatta. Okay. 572 bis jetzt getötet. Das sind 44% all unserer Feinde. Nicht schlecht. Anteil an Erfahrungspunkten hat er nur 10%. Das ist sehr doof. Erfahrungswert durch Tötungen. Anzahl getöteter Feinde 228. Dein schlechtester Gegner war immer noch eine Sirene. Sil, weiß ich gar nicht mehr, wer das war. 159. Du hast 11% Anteil an den Erfahrungspunkten. So viel komisch. Das ist dein bisschen Fleischgolem. Dann haben wir denn gegen den gekämpft. 75 getötete Feinde. Auch nicht schlecht. Ach, Belloth hat Deveron besiegt. Ist ja cool. Das ist mein beliebter Zauber. Magisches Geschoss. Ja. Das ist wohl wahr. 55 getötete Feinde für einen Magier auch gar nicht mal schlecht. Oh. Stärkster besiegter Gegner Schlachtenschreck. Ja. Vorzug der Zauber Schlaf und 100 getötete Feinde. Gerade mal 7% Anteil an Erfahrungspunkten. Scheinbar heimst hier Dorn das meiste an den Erfahrungspunkten ein, und zwar mit Abstand. Scheinbar kriegt der, der den Gegner tötet, nochmal ordentlich mehr Erfahrungspunkte. Da ist eine Treppe? Tatsächlich. Schauen wir doch mal da, wo es da hochgeht. Hoffentlich irgendwo Interessantes hin. Hätten wir vielleicht ja doch gegen die Skelette hier kämpfen können. Automatische Pause, Feind gesichtet, Belloth. Ja, Angriff. Lass mal Onkel Dingens durch. Oh nein, ein Schlachtenschreck. So. Schlachtenschreck. Du kriegst mal einen Flammenpfeil. Und wo wir dabei sind, du bekommst einen Flammenpfeil. So, wo wir dabei sind, hast du noch gar nicht bekommen, ein Flammenpfeil. Ihr habt geläutet. Und vielleicht ein Flammenpfeil? Vielleicht ist das jetzt Overkill, was ich hier mache. Wer verletzt, okay. Dann haut nochmal jeder von euch beiden ein magisches Geschoss raus. Und dann dürfte es das wohl gewesen sein. Hoffentlich. Na? Tatsächlich. Ach, der gibt eine 2000 Erfahrung. Ach, es war auch nur eine Schicksalswache. Das war gar kein Schlachtenschreck. Stand da nicht Schlachtenschreck? Meine ja, eigentlich. Angosch. Stell dich nicht so an. So, Wurfpfeile. Ah. Ist auch schön. Hier. Haben wir für den guten Onkel Belloth. Ach, der ist zu weit entfernt. Kannst du dem sonst irgendwem geben? Ist das eben gerade so? Versucht, Schritt zu halten. Gebe ich dem irgendwann anders. Einmal schnell speichern. Das Komische ist, dass in der Aufnahme vom letzten Mal auch
die auf einmal asynchron war. Und ich gar nicht weiß, woran das lag. Weil eigentlich liefen Aufnahmen und spielt tatsächlich die ganze Zeit normal durch. Ja, hier wäre ich jetzt tatsächlich so sogar zu den Bogenschützen gekommen. Da hätte ich gar nicht den Feuerball von Belov reinhauen müssen, aber es war schon eine coole Aktion, oder? Man tatsächlich mal gefahrenfrei den Feuerball einsetzen, das war echt mal schön. So, eilt meine Lakaien. Wollen wir nochmal versuchen zu rasten. Eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn ich alle Zauber hätte, falls wir doch mal auf einen Schlachtenschreck treffen. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Obwohl, es sind nur Gnolle, ne? Das ist nicht jetzt nicht so, als wären das starke Gegner. Ach komm, liegt die doch mal alle schlafen. Ja, das hat so halb geklappt. Mal wieder die Wurfpfeile und du die Schleuder. So, Imon rennt mal wieder sonst wohin. Richtig dämlich. Ja. Kämpft die andauernd nicht richtig mit? Es scheint fast so. So, ich nehme mal nur das Gold. Ich meine, wir haben 50.000. Da muss ich jetzt nicht jeden Scheiß mitnehmen. Und das Rasten hat geklappt. Mach mich ja eh, wo hier jetzt Gnolle hergekommen sind. Naja. Ist ja egal. So, dann schauen wir mal, wie es hier in Durlaks Turm so aussieht. Es soll noch weitaus blutiger werden. Da ist direkt eine Treppe nach oben. Eine Kiste, die verschlossen ist. Wer hätte damit gerechnet? Wow, für 4 Goldmünzen. Skelett. Skelett kann man reden. Ja. Hallo? Dorn? So kann man nicht. Skelett ist einfach da. Es ist nicht feindlich, aber man kann auch nicht mit ihm reden. Muss ich jetzt nicht verstehen. Irgendwie hätte ich es mir jetzt hier viel spannender vorgestellt. Ich weiß gar nicht, welche Treppe ich zuerst hochgehen soll. Ich gehe mal die zuerst hoch. Ja, komm, Belov. Alle warten auf dich. So, wo bin ich jetzt hier? Versucht, Schritt zu halten. Düster Schrecken. Falle zugeschnappt. Patras hat scheinbar nicht interessiert. Ja, lass doch mal Dorn durch. Nochmal eine Falle. Ach, Stille. Okay, Personen festhalten, das ist scheiße. Erzähl dir gar nichts. Och, Imon, halt doch die Klappe. Wo bist du? Heimal Rasat. Ich glaube, mit dem ist es nämlich gleich zu Ende. Mit dem ist es zu Ende. Es wird scheinbar Zeit wieder für die Reihenformation. Die Gänge sind hier scheinbar wieder mal zu eng. Es soll noch weit aus. So, ich denke mal, dass Dorn hier ein bisschen mehr aushält. So, die stille Falle ist gar nicht mal so schlimm. So. Oh doch, jetzt gerade ist sie schlimm. Ach, Rasat, ey. Er kann zum Glück noch die Fähigkeit mit dem Heilen einsetzen. Ja, aber um Rasat ist es gleich mal wieder geschehen. Ja, okay. Ah. Wird ja wohl doch nichts mit Rasat im Nahkampf.
ist ja ein Kurs. So. Schatten verstecken gelungen. Sie kann aber nicht gleichzeitig nach Fallen suchen. Doof. So, jetzt gehst du mal voran. Schnappst mal die ganzen. Lass mal die Falle zuschnappen. Oh, das sieht gut aus. Einzel im Gang bekämpfen. Das war gar nicht mal meine Absicht, aber. Düster Schrecken. Frag mich gerade, gab es hier auch in Neverwinter Nights 2? Du bist ja sowieso schon still. Was bei dir eigentlich nur ein Segen ist. Von daher. Nein. Wartet mal hier. So, der könnte ja. Ja, immer und Zoff ist wieder unbrauchbar, aber sie hat ja noch Munition. Von daher ist sie ja gar nicht unbrauchbar. So, dem Tode nah. Sehr schön. Hauen weg. Oder lass es halt bleiben. Wie viel Erfahrung gibt so ein düster Schrecken? Okay, zum Glück hat. Warum bist du jetzt im Nahkampf? Warum, Imon? Warum kämpfst du nicht mehr mit? Ach. Okay. Ach, da. Es ist ein Auslöser. Ah. So, aber Dorn mal still zu erleben, ist gar nicht mal so schlimm. Das ist sogar gerade mal wirklich angenehm. Was war das denn jetzt schon wieder? Du bist ja ein komischer Kauz. Keine Ahnung, was es ist. Ist ja jetzt auch scheinbar egal. Hier wären wir scheinbar mit der Wendeltreppe hingekommen. Nochmal speichern. Okay, hier. Was wollt ihr? Da ist eine Falle dran, also Dorn verwendet die doch lieber nicht. Ich hab genug davon. Immer. Falle entschärft, einmal geöffnet. Ich bin vorbereitet. Ja. Ich werde mich dieser Irgendwo muss ja wieder nach Fallen suchen. Nimm mal hier alles mit. Sprech, ich höre jetzt. So, dann hier einmal ist verschlossen. Wie denn auch sonst? Sagt, es soll noch weitaus blutiger werden. Ja, Imon, geh doch mal da weg. Ey, hier ist eine Falle dran. Warum hat sie die nicht ausgelöst? Blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Ein Mondstein. Kennen wir aus Venetica, aber ich glaube, dass der hier nicht so wertvoll ist wie der. Versucht. So. Da hätten wir noch eine Truhe, die bestimmt auch abgeschlossen ist. Und ein düster Schreckchen. So. Komm. Er ist schon dem Tode nah. Er ist tot. Okay, da ist eine Falle. Die kann Tante Imon direkt mal wieder. Nein, ich erzähle dir keine Geschichten. Geschlossen ist es auch noch. Und 20 magische Pfeile. Lass mich raten, Feuerpfeile plus Feuer. Die kriegt man ja so selten. Okay, wenn hier nur so ein Rotz drin ist, dann frage ich mich, warum wir das gerade machen. Weil dafür lohnt es sich ja tatsächlich gar nicht. Man könnte sagen, für die Erfahrungspunkte, aber die kriegen wir ja auch nicht. Oder wie viel gibt es an düster Schreck? 650, ja, es geht. Wie viel braucht er? Obwohl, ah! Es steigt bald auf wieder, unser guter Angosch. Da freue ich mich natürlich drauf. Jetzt auch nochmal eine Treppe nach oben. Immer mal wieder hier die Seitentreppe. Statt die Haupttreppe. Da ist ein Fässlein. Mit einem Heiltrank. Kannst du wieder einen guten Angosch geben?
Schauen wir mal hier weiter. Hier geht's rein. Ah, hier war scheinbar die Kapelle. Falle hat zugeschnappt. Ach, Dorn ist krank. Macht er nochmal krank? Weiß es nicht. Ein Leitfaden, ein nicht identifizierter. Der scheinbar so schwer ist, dass immer um den Geist. Der wiegt irgendwie 30 Kilo, das ist ja unglaublich. Identifizieren, Leitfaden der Einsicht. Oh, Weisheit plus 1. Platziert das Buch an einem Feld, wenn das Buch verschwindet, nachdem es benutzt wurde. Weisheit plus 1 ist doch für unseren Kleriker genial. Worum geht es diesmal? Hier, zack. Weisheit wurde permanent um einen Punkt gesteigert. Weisheit 19. Können wir dadurch schon neue Zauber? Befehl nutze ich. Ich nutze eigentlich nichts anderes außer die Heilung. Sagt an. So. Sprecht und verschwindet. Quicksaver einmal und dann versuchen wir mal zu rasten. Okay, Dorns Krankheit ist weg. Das finde ich super. Versucht Schritt zu halten. Ich meine, ein kranker Dorn ist kein Dorn, den ich irgendwie dabei haben möchte. Wer bist du denn? Ihr benötigt etwas, Fremde? Keinen Schritt weiter. Nennt euren Namen und was ihr an diesem Ort wollt. Das ist gut. Angerschwesternname, gedenkt ihr auch dieser Höflichkeit zu entsprechen? Wer seid ihr? Rigilo werde ich genannt und ich denke nicht daran, diesen Platz mit euch zu teilen. Es gibt noch viel mehr Ebenen. Ihr solltet einfach weiter nach unten gehen. Ärger gibt es für uns beide dicke genug, auch ohne dass wir uns um die Beute streiten. Na, nun kommt schon. Ich werde auch alles mit euch teilen, was ich finde. Ha! An dem Tag, an dem ich einen Verliesräuber abnehme, dass er seine Beute teilen will, schneit sie in den neuen Hüllen. Streift herum, wo ihr wollt, und wenn ich jemals eine Münze von euch erhalte, wird mich das sehr überraschen. Können wir nochmal mit dir reden? Könnte ich jetzt theoretisch... Ihr schon wieder. Was wollt ihr diesmal? Ich habe euch schon einmal gewarnt, mir nicht in die Quere zu kommen. Ich habe einige der Rätsel dort unten gut im Griff und da kommt ihr und unterbrecht meine Gedanken. Ja, sind wir doch mal großzügig, wir haben ja richtig viel Geld. Dieser Ort ist ein überreicher Jagdgrund. Ich teile dies mit euch aus dem einfachen Grund, dass wir in der gleichen Branche arbeiten. Hier habt ihr 300 Goldstücke. 300? Was habt ihr im Sinn? Ihr versucht mir zu schmeicheln? Ihr habt doch gar keinen Grund dafür, mir das zu geben. Na gut, dann nehme ich es halt. So schlecht seid ihr ja dann doch nicht. Vielleicht tat ich euch Unrecht. Vielleicht. Ihr seid schon in Ordnung. Aber lungert hier nicht zu lange rum, sonst ändere ich noch meine Meinung. Ja, mein Marker uns jetzt zum Glück keinen Ruf bekommen. Das wäre jetzt fatal, wenn wir Rufpunkte bekommen. Ich kann euch nicht mehr... Falle! Lass mich gehen! Ja. Nee, Imon, ich werde dich nie gehen lassen. Du sollst die Falle entschärfen. Mach das doch mal bitte. Oh, dass sie immer dauernd unterbricht, um wieder nach Fallen zu suchen. Das ist echt so ätzend. Was ist es diesmal? Okay, ja, nimm du es halt einfach mit. Du, die es gar nicht tragen kann. Achso, Imon hat es auch mitgenommen. Ein Kettenamp, was sie nicht identifizieren kann. Ein Stab, den sie nicht identifizieren kann. Ja, zum Glück haben wir Onkel Belloff. Ein Kettenamp plus 1. Wer hätte damit gerechnet? Das ist ja mal mega scheiße. Was soll ich mit einem Kettenamp plus 1? Das ist ja schlecht. Ist das andere? Blitzstab oder sowas? Tatsächlich. Ha! Ab der Blitze haben wir da sogar schon mal. Setzt sich auch nie ein, die Stäbe, ne? Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr sonst. Ist auch verschlossen. Ja, da. Immer mit deinem Fett Hintern aus dem Weg. Falle zugeschnappt, ja. Ist halb zugeschnappt. Goldkette und noch irgendeine andere Kette.
Ich höre zu. Versucht. So, was haben wir hier drin? Keine Ahnung, müssen wir gucken. Ist auch verschlossen. Ein Chiro irgendwas. Sprecht, ich höre. Nehmen wir auch mal mit. Schritt zu halten. Ich hatte diesen Ort irgendwie spannender erwartet. Das finde ich tatsächlich ziemlich langweilig hier. Bis jetzt, so, Bücher haben wir da. Geschichte des Nordens. Das sind noch nicht mal seltene Bücher, glaube ich. Die haben wir schon ziemlich häufig irgendwo gefunden. Geschichte von Gondegal. Nehmen wir mal mit. Nicht, ich glaube nicht, dass ich sie lesen werde. Ja, Dorn macht halt gar nichts. Dorn. So. Geschichte des Schattentals 5 und die Geschichte des Schattentals 6. Gehen wir hier mal in den Gang rein. Oder lassen wir es aber einfach bleiben. Langsam wird auch mein Mund ganz trocken von dem ganzen Reden. Ja, komm. Ach. Hast du mich erschreckt? Durlak, mein Freund, ihr seid zurückgekehrt nach dieser ewigen Zeit. Ich bin es, Daedal, euer alter Freund. Ich habe gewartet, lange auf euer Kommen gewartet, euch zu helfen, mein Freund. Sprecht euch aus, Unwesen, was wollt ihr? Das klingt nicht überzeugend, aber natürlich, Daedal, auch ich habe euch vermisst. Ihr seid neuerdings ungewöhnlich höflich, Durlak, und ich glaube, ihr seid auch größer, als ich euch in Erinnerung habe. Gut, dass wir einen Zwerg spielen. Zeit hinterlässt ihre Spuren an uns allen, nehme ich an. Aber meine Schuld hat sich nicht getilgt. Ich werde euch hier zu Diensten stehen, bis ihr mich nicht mehr braucht, um, ich weiß gar nicht mehr genau was, wieder gut zu machen, aber das macht ja nichts. Welche Schuld soll das sein? Was hat euch hier so lange festgehalten? Ich glaube, da wird er uns gleich angreifen, aber wir haben Angst trotzdem. Die Schuld? Ihr kennt meine Schuld. Als das Böse kam und das Gesicht eures Clans annahm, als eure und meine Freunde sich zum Bösartigen kehrten, habt ihr uns geschützt und gekämpft, obwohl es schmerzte. Ich konnte ihnen nicht zuleide tun. Ich konnte nicht die Hand gegen den Clan erheben, den ich Familie nannte. Ihr habt sie alle bekämpft, auch wenn es euch mehr schmerzte. Ihr hattet Glück. Ich bin dem Albtraum des Lebens entflohen. Ach, ich hatte Glück. Auf die einfache Art. Ich werde meine Schuld zurückzahlen. Das solltet ihr wissen. Das solltet ihr wissen. Ihr habt euch verändert. Ihr seid nicht Durlak. Ja. Mist. Wer hätte das gedacht? Oh Gott, der kann zaubern. Niwa. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber der kann zaubern. So, magische Geschosse. Haben wir ja gelernt im Kampf mit Deveron. Geist ist immun gegen diese Art von Schaden. Heißt das, ich kann ihm mit magischen Geschossen keinen Schaden zufügen? Das wäre doof. Komm hier. Ach, der hat das. Ach, der hat Heiligtum gezaubert. Na komm, jetzt. Gibt es denn wirklich niemand anderen? Können wir es jetzt machen? Nee. Toll. Herr Dorn interessiert das gar nicht, dass er Heiligtum hat. So, magisches Geschoss. Wie wär's mal mit magischem Geschoss? Oh nein. Sind wieder hier alle verwirrt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der macht weitere 10.000 Spiegelbilder. Ach, du bist auch verwirrt. Ja, ich glaube, wir laden das nochmal neu. Ich glaube, mit dem Kampf bringt gar nichts. So. So, ich habe euch auch vermisst. So, sagen wir mal, ihr sprecht davon einer Schuld aus längst vergangener Zeiten. Betrachtet sie als getilgt und ruht ein wenig aus. Ich will davon nichts mehr hören. Ihr seid frei und könnt gehen, wann immer ihr wollt. Ihr redet von den Alten, als ob es nicht zählte. Ihr werdet es wohl wissen. Als die Horden kamen und... Okay,
Jetzt habe ich die Reihe verloren. Als die Horden kamen und die Gesichter unserer Freunde trugen, habt ihr gekämpft, als ich es nicht konnte, nicht zuschlagen konnte. Ich war ein Außenstehender in eurem Clan und ihr habt mich verteidigt, als sich alle gegen mich. Ich bin vom Leben erlöst worden, aber niemals von der Schuld. Weist mich nicht fort. Ein Freund würde mich nicht abweisen. Ihr seid anders. Ihr seid nicht derselbe. Ihr seid gar nicht Durlak. Ich werde kämpfen. Ja, okay, das laden wir auch nochmal neu. Ich will einfach mal alle Gesprächsoptionen durchprobieren. Ihr wünscht, Selune führt meine Och mein Gott, ey, ich werde mich dieser Aufgabe ihr latscht hier so dämlich, das ist echt furchtbar. So. Versuchen wir es doch mal mit... Ihr hättet gar nicht so lange warten müssen, wenn ihr eure Schuld auf andere Weise begleicht, könnt ihr euer Gewissen vielleicht beruhigen. Habt ihr irgendwas anderes, das ihr als Zahlung annehmen könnte? Irgendetwas Wertvolles? Gut, da wird ihr bestimmt auch nicht drauf reinfallen. Nicht Gold schulde ich euch, sondern Ehre. Euer Clan war mir und meiner Familie ein Zufluchtsort, bis ihr sie besiegt hattet, als ich nicht kämpfen konnte. Meine Kinder wurden zu Doppelgängern. Ihr braucht keine Reichtümer. Wir beide warteten durch die Drachenhorte und gingen doch mit leeren Händen. Ihr habt euch sehr verändert, seit ich der Tod. Der Tod nahm uns beide. Ihr seid nicht Durlak. Ihr hielt die Familie über allen. Ihr seid Eindringlinge. Ich werde euch vertreiben und er wird in Frieden ruhen. Ich werde sie zurückzahlen. Ja, okay. Das lade ich auch nochmal neu und dann versuchen wir mal in der nächsten Folge den zu besiegen. Denn diese Folge ist vorbei und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Baldur's Gate, die Enhanced Edition. Und bis dahin, macht's gut.